In der aktuellen Marktphase mitten im Sommer kann es durchaus schwierig sein, Titel zu finden, bei denen es sich auf den aktuellen Niveaus lohnt, einen Einstieg zu hinterlegen. Vor allem sehen wir eine große Divergenz zwischen Titel, vereinzelte Titel, Aktien, Kryptowährungen, die in den letzten Monaten bis dato sehr gut performt haben. Und dann wiederum gibt es Titel, die Stand jetzt so gar nicht in Bewegung kommen. Einer dieser Titel, der in den letzten Monaten eher abgestraft worden ist, den schauen wir uns heute gemeinsam an. Wir gehen gemeinsam alles durch, schauen uns die aktuelle Chartstruktur. Ich werde euch ebenfalls zeigen, warum wir die HKCM uns vorbereiten, was einen weiteren Einstieg hier angeht und warum ich persönlich diese Aktie neben Snowflake auf den aktuellen Niveaus in meiner Watchlist habe und selber plane, hier zu investieren. All das erwartet euch in dem heutigen Video. Nach dem Intro geht's weiter. Ich bin das Phantom und ich heiße euch herzlich willkommen zum heutigen Video hier auf dem Kanal Phantom bei HKCM. Ich halte mich wirklich sehr, sehr kurz heute. Wir gehen wirklich alles gemeinsam durch. Es ist nämlich schon 16.20 Uhr deutscher Zeit. Unser Cutter muss das Video schneiden, das muss geuploadet werden und bis 19 Uhr an euch draußen verschickt werden. Deswegen spute ich mich jetzt. Bevor wir mit der Analyse einsteigen, zwei Sachen vorweg. Ganz, ganz schnell bis 24 Uhr. Heute läuft unsere Rabattaktion Big Balls 20. Da könnt ihr 20% on top zu den Laufzeiten Rabatten sichern, nur noch heute, solange der Vorrat reicht, inklusive Laufzeitrabatten. Und dann, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, was ich nicht glaube, aber ich erwähne es jetzt trotzdem mal, Phantomschule des Erfolgs, meinen Podcast, den man ja überall streamen kann, also Spotify, Apple Podcast und was es da noch alles so gibt, geht ja jetzt schon ein paar Wochen, ist online gegangen, wir sind sogar immer noch jetzt in den deutschen Podcast-Charts, also in den deutschen Business-Podcast-Charts. An dieser Stelle natürlich auch großes Dankeschön an euch da draußen für den Support eurerseits. Hätte nicht gedacht, dass das Ganze so gut anläuft und vor allem so gut bei euch ankommt. An diesem Sonntag gibt es eine weitere Folge und zwar mit Kian, ja, also Kian Hoss. Den kennt ihr sicherlich alle. Ich will das Ganze nur jetzt schon mal teasern, da die Folge wirklich sehr, sehr geil geworden ist. Also man merkt halt einfach, da ist eine Symbiose zwischen uns beiden gewesen. Er selber Finanzinfluencer, klar, Makro-Spezialist, kein technischer Analyst primär. Ich als technischer Analyst und dennoch gab es die eine oder andere Überraschung im Rahmen des Podcasts. Deswegen am kommenden Sonntag, also diese Woche, schaltet auf jeden Fall mal rein. Das lohnt sich meines Erachtens. Und dann gebt mir da einfach mal gerne Feedback. Und ansonsten könnt ihr auch sehr gerne den einen oder anderen Gast in die Kommentarsektion vorschlagen, verlinken, eine E-Mail rausschicken an uns. Da sind wir immer offen, sofern das Ganze natürlich zum Format passt. So, wir springen mal rein. Also, wir sprechen über die Qcom-Aktie. Die hatten wir in der letzten Zeit sehr schön geschortet hier in dieser letzten Zielzone. Das war im Juli 2024, also jetzt vor einem Monat. Da konnten wir am Einstieg an der Unterkante dieser Zielzone mit Stop-Loss 1 Prozentpunkt oberhalb von der Oberkante dieser Zielzone ordentlichen Gewinn hier einfahren. 28,14%. Das ist auf Short-Seite natürlich ein gewaltiger Trade. Bottom sozusagen. Und das war wirklich ein Muster-Trade. Da ist er kurz in diese Zielzone reingedippt, direkt wieder abverkauft und seitdem läuft halt dieser Trade. Ja, damit ihr jetzt auch seht, dass ich hier keinen Bullshit verzapfe, habe ich jetzt mal das Dashboard mitgebracht. Da haben wir das Update vom 17.07. zu Qcom. Zielzone angelaufen ist der Titel, werde ich jetzt nicht vorlesen, aber da sehen wir, dass zum damaligen Zeitpunkt, also im Juli, da ist Qcom hier an diese Zielzone gedippt und dann auch direkt wieder rejected worden. Ja, also seitdem läuft hier dieser Short Trade, ist tatsächlich für den einen oder anderen Kunden immer noch am Laufen. Wobei wir immer per Kommunikation sagen, im Beispiel von Qcom jetzt, wenn man hier einen Short Trade eingeht, in diesem Fall eine Unterkante, dann sollte ab dem Zeitpunkt, wo wir hier eine Long Position hinterlegen, also auf Kaufseite, die Gewinne von dieser Position realisiert werden, weil wir ja dann doch allmählich davon ausgehen, dass wir hier einen Trendwechsel erwarten müssen, was ja tatsächlich hier auch kurzfristig der Fall sein wird. In der Primärerwartung gehen wir davon aus, dass wir hier in den nächsten Tagen wieder eine Verkaufsreaktion sehen sollten, denn wir brauchen ja übergeordnet einen impulsiven Abverkauf in der C-Welle, die wiederum eine übergeordnete Welle 4 hier komplettieren soll. Weil Qcom in den vergangenen Monaten mit Indizierung des letzten Allzeithochs lediglich eine korrektive Struktur angenommen hat, weshalb wir hier analytisch davon ausgehen, dass wir zwar mit diesem Erreichen des Allzeithochs ein neues reelles Hoch gesehen haben, aber das lediglich korrektiver Natur war. Weshalb wir uns ja hier dann kurzfristig short positioniert hatten, weil das ja grundsätzlich auch unsere Erwartung seit einigen Monaten hier war.
war neues Hoch und dann sollte sich der Markt hier wieder nach unten hin verabschieden, was er letzten Endes ja getan hat. Und da ist es einfach wichtig, dass wir in der jetzt laufenden C-Welle diese impulsive Struktur ausbauen. Bedeutet also, kurzfristig müssen wir hier eine fünfteilige Abwärtsbewegung ausgebildet sehen, bevor dann diese Aktie wirklich sehr, sehr spannend wird. Weil nach Komplettierung dieser fünfteiligen Abwärtsbewegung würde diese C-Welle komplettiert werden und dann wiederum diese übergeordnete Welle 4 in blau gekennzeichnet, was dann so gesehen einen mittelfristigen bärischen Zyklus hier komplettieren sollte. Und dann würden wir in die nächste Impulsbewegung übergehen, diese übergeordneten Welle 5, und hier tatsächlich einen reellen Bullenmarkt sehen. Im Best-Case-Szenario würden wir also in den nächsten Tagen in diese Welle 5 abverkaufen. Nach Strukturbruch der 151,40 $ wüssten wir das dann, dass wir im letzten impulsiven Abverkauf dieser 5 der C der 4 wären. Im besten Fall sollte sich der Markt irgendwo zwischen 38,2% und 50% einpendeln, also innerhalb einer Range von 138,53 $ und 121,52 $ sollte hier der Boden überzyklisch betrachtet ausgebildet werden, um danach in den übergeordneten Bullenmarkt hier überzugehen. Wenn wir über das Niveau von 193,84 $ drüber laufen, und das ist Stand jetzt noch nicht allzu präsent, diese Gefahr, aber man darf es nicht ignorieren, dann würde es hier zu einer Invalidierung der bärischen Abwärtsbewegung kommen und wir hätten hier so gesehen einen Win-Win-Trade, also uns ist es am Ende des Tages egal, zumindest mal für unsere Kunden sollte es egal sein, ob der Markt jetzt tatsächlich nochmal abverkauft mit dieser Kaufchance, die wir hier generieren würden, oder ob der Markt im Sekundärszenario dieses Alternativszenario macht. Denn wir sind ja hier short reingegangen, haben im besten Fall Profite auf dem 23,6er Retracement hier mitgenommen und sind dann bullish geflippt mit einer ersten Kaufposition, die Stand jetzt auch schon wieder im Profit hier ist, ganze 10%. Also im Endeffekt ist es hier egal, was QCOM macht, nur für mich ärgerlich. Ich bin da noch nicht eingestiegen und will natürlich im besten Fall dann zwischen 38,52er Retracement einsteigen. Und für unser Tech-33-Paket wollten wir auch noch eine Position hinterlegen. Das gilt es jetzt mal abzuwarten. Ja, wenn es über diese 194 $ drüber geht, dann würde das bedeuten, dass wir hier überzyklisch keinen korrektiven Anstieg gesehen haben, sondern das wäre dann eine Impulsstruktur und das wäre einfach nur kurzfristig ein sehr gravierender, scharfer Abverkauf gewesen in der Alt 2. Wenn es hier also zu einer Überlappung dieser Welle 1-Annahme impulsiv bärisch kommen würde, würde dann das Alternativszenario greifen und das würde dann QCOM überzyklisch betrachtet nochmal deutlich bullischer werden lassen. Wir gehen jetzt aber einfach mal davon aus, dass wir hier das Best-Case-Szenario ausbauen. Das würde also bedeuten, dass wir hier unseren Boden auf dem 38,2er Retracement annehmen würden. Bedeutet also Expansionskursziel für die laufende Welle 5 in blau gekennzeichnet, wäre das Mindestkursziel bei 61,8 in der Expansion bis hin zu einem Hyper-Bullkiss bei 162% in der Expansion zur Oberkante, hängt dann davon ab, wie sich der interne Subwellenzyklus dieser laufenden überzyklischen Welle 5 hier ausbaut. Die muss ja auch nochmal fünfteilig impulsiv gebildet werden. Das können wir dann erst evaluieren, wenn es dann tatsächlich soweit ist, dass wir in diesen Zyklus übergegangen sind. Aber Mindestkursziel wären hier $258 bis hin zu $452 auf den aktuellen Niveaus. Wäre das eine prozentuale Bewegung von 48% im Best-Case-Szenario, also auf dem 38,2er beginnt, hätten wir hier also 86,92% zu verzeichnen. Im Best-Case-Szenario, also dem Hyper-Bull-Case in der laufenden Welle 5, wären dann hier sogar 226% denkbar, was dann hier unser mittelfristiges Kursziel bei QCOM darstellen würde. Also sehr komprimiert, sehr kompakt und schnell durchgegangen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und schreibt auch gerne mal rein, was ich die kommenden Tage mit euch besprechen soll. Ich weiß, ihr wünscht euch unbedingt eine Canopy Growth Analyse meinerseits, aber schaut euch dazu am besten einfach mal das letzte Video, was ich zu Canopy Growth gemacht habe. Lieber Colin, füge das mal am besten mit ein hier, dass unsere Abonnenten das Video anschauen können. Zum einen hat sich hier strukturell gar nichts gemacht. Wir waren da ja kurzfristig noch bärisch gestimmt, hat neue Tiefstände erreicht. Entsprechend ist das Video immer noch brandaktuell. Zum anderen sind wir da immer noch in unserer Kaufzielzone und ich bitte da auch einfach um Respekt, dass wir unseren zahlenden Kunden den Respekt zollen müssen, dass wir jetzt hier nicht jede Woche kostenlose Updates innerhalb der Zielzonen mit euch teilen können. Da haben wir einfach die Integrität, unsere zahlenden Kunden zu wahren. Entsprechend kann ich das natürlich jetzt diese Woche noch nicht machen, aber schauen wir mal, wie es da nächste Woche aussieht. Vielleicht ist der Markt dann auch schon wieder rausgelaufen. Ansonsten schreibt gerne mal Titel, wie gesagt, in die Kommentarsektion rein, die ich diese Woche mit euch besprechen soll. Außerdem werde ich mich dann aus Italien, Neapel, melden und auch da gerne mal Feedback, falls ihr die eine oder andere Impression aus meinem Urlaub sehen wollt. Gut, jetzt genug geschwatzt. Ich wünsche euch einen schönen Restmontag. Bis dahin. Ciao.